Also das ist quasi der Start. Oder? Wir haben hier Mutterpflanzen, vegetativ, und dann von dieser Steckling schneiden. Wenn wir eigentlich die probieren, jedes Mal ein bisschen mehr zu schneiden. Machen wir hier das Wasser rein. Also wenn wir ein bisschen Blätter wegnehmen, ein bisschen putzen, damit die Luft innen dazu kommt. Allenfalls noch etwas rausschneiden. So, einmal im Jahr machen wir das, nur im Frühling. Wir selber die Steckling machen für unsere Outdoor-Felder. Und dann bauen wir eigentlich aufbauen aus so einem kleinen Zelt raus, wo wir die Pflanzen überwintern. Und dann immer vermehren, bis wir den Raum voll haben. Und dann einmal pro Woche schneiden. Ja. Was wir nachher machen, ist Pflanzen parat schneiden als Steckling. Quasi, dass wir es in den Erdplug rein tun. Da tun wir einfach ein bisschen Blatt abschneiden, damit die Wurzel angeregt ist. Es darf nicht zu viel, nicht zu wenig dran sein, dass es nicht anfängt zu faulen im Wagen rein. Wegen der Feuchtigkeit.